In diesem Video stelle ich euch die Hängematte Traveler Camp von Amazonas Ultralight vor. Kürzlich habe ich in einem meiner Videos die Umfrage gestartet, was ihr gern sehen möchtet. Und viele haben geantwortet, ich will Gear sehen, also Material. Ihr wollt Equipment sehen, das ich auf meinen Touren benutze und so weiter. Außerdem wolltet ihr auf dem Laufenden gehalten werden über aktuelle Projekte und so weiter. Und das Ganze verbinde ich jetzt hier in diesem Video. Aktuell suche ich für meine Amazonas-Expedition, die übrigens am 3. März 2025 stattfindet. Wir haben noch freie Plätze, also wer Bock hat auf ein richtig geiles Adventure, der Link ist unten in der Beschreibung, kommt mit. Ja. Wir haben noch Plätze frei, wie gesagt, das wird super geil. Aber für dieses Adventure suche ich für mich eine Hängematte. Und jetzt war ich dieses Jahr auf der ISPO Outdoor-Messe in München und bin da am Stand von Amazonas Ultralight vorbeigekommen. Für alle Leute, die es nicht kennen, Amazonas Ultralight, die machen Hängematten, ist ein deutscher Hersteller, machen eigentlich cooles Zeug. Ich hatte schon mal eine Hängematte von denen, war eigentlich auch ziemlich zufrieden. Und dann bin ich da am Stand vorbeigelaufen und habe da eine Hängematte gesehen, die mich irgendwie angemacht hat. Also die interessant aus war, sagen wir es so. Und zwar war das eine Hängematte, wo das Tarp, also das Dach, schon integriert war. Da dachte ich mir, wow, super geil. Das schaut interessant aus und könnte ja irgendwie vom Aufbau her einfacher sein als eine normale konventionelle Hängematte. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist doch voll geil. Da holt man eben alles aus der Tasche raus und packt es hier auf einer Seite an den Baum mit nur einem Fixpunkt, auf der anderen Seite an den Baum mit nur einem Fixpunkt, statt dass ich halt dann einfach alles auf jeder Seite zweimal befestigen muss. Und das sah interessant aus und habe ich die angequatscht und genau, die haben mir gleich gesagt, ja, hier, nehmt das Ding mal mit, probier es mal aus, beziehungsweise sie schicken mir eins zu. Und das Ding habe ich hier, nämlich das Traveler Camp von Amazonas Ultralight. So schaut das ganze Ding aus. Also es kommt hier mit einem fertigen Packsack, mit einem fertigen Kompressionssack. Ist relativ, ja, es ist nicht ganz leicht, also wiegt gute 1,5 Kilo. Ich kenne jetzt die Daten nicht genau, aber schaut einfach auf der Webseite nach. Aber es ist ein komplettes, großes Dach mit einer integrierten Hängematte, verbunden über ein Mückennetz dann praktisch. Ja, ganz cool, gefällt mir ganz gut eigentlich so bisher. Schaut mal, hier ist der Boden. Genau, jetzt sieht man es. Die haben da so ein Netz mit eingenäht direkt, also so, dass es praktisch atmen kann, das Ganze. Das heißt, wenn man das da ein bisschen feucht reinpackt, dann soll das hier trocknen können, beziehungsweise Wasser soll ablaufen können. Ja, also ich finde die Kompressionsriemen auch ziemlich cool. Ich hatte es ja einmal aufgespannt. Es war relativ kalt und ich musste mich beeilen, nur zum Probieren einfach nur. Ich will es jetzt nochmal aufspannen, nehme euch dazu mit und dann sprechen wir einfach mal drüber, wo ja, die Benefits sind, wo die Vorteile sind von der Hängematte und wie meine Gedanken dazu sind. Also lasst uns loslegen. So, erstmal die Riemen lösen. Auf. Das ist ein ganz normaler Packsack, kein wasserdichter. Kommen hier gleich die Gurte mit raus. Noch mehr Gurte und so weiter. Und die müssen wir natürlich als allererstes an den Baum befestigen. Easy, Ankerstich. Gut. So, und jetzt kommt theoretisch und praktisch die ganze Hängematte auf einmal aus der Tasche raus und direkt an den Baum ran. So, und dann ist es halt so, dass hier sind halt, ja, was mich ein bisschen stresst, Leute, ist, hier sind so viel verschiedene Gurte, klar, da machen sie Pfeile drauf und so weiter, das verstehe ich, das ist alles cool. Aber das ist so kompliziert, was muss ich jetzt das hier nehmen und dann ist da noch so ein Riemen mit dabei, wie kommt das zusammen, wo muss das hin? Warum kann da nicht immer einfach nur eine Öse sein irgendwo, das fände ich viel besser. Also ich gehe mal davon aus, dass das so richtig ist. So, und dann ziehen wir das darüber. So, und jetzt? Ja, jetzt hängt das Ding hier. Das ist so viel Gurtzeug und Schnallen und so weiter. Plus dieses
Seil in Seil zum Verstellen und so weiter, was ja schon cool ist, alles schick, alles hochtechnisch, ja, verstehe ich, haben sie gut gemacht, aber das ist mir schon wieder viel zu kompliziert. Jetzt habe ich hier einen Meter, jetzt bin ich hier einen Meter von meinem Tarp weg. Das muss ich vorher alles wissen. Ich meine, deswegen baut man sowas vorher auf jeden Fall mal auf, das ist schon klar. Aber das heißt, ich brauche einfach zwei Bäume, die, keine Ahnung, 5-6 Meter locker voneinander entfernt sind. Das sind Dimensionen, die hatte ich vorher nicht, weil im Dschungel ist einfach alles auf kleinstem Raum, gell? Die Bäume stehen dicht an dicht, da hat man oft nicht so den Platz, dass man da zwischen, dass man da 6 Meter zwischen den Bäumen hat. Naja gut, okay, gut. Das heißt, ich brauche jetzt für mich nochmal einen anderen Platz, wo ich das Ding hinmachen kann, denn sonst funktioniert es nicht. Okay, also nochmal zurück auf Anfang mehr oder weniger. Oder einfach mit einem dickeren Baum wird es auch funktionieren, ist klar. So, das sieht besser aus. Aber es ist schon weit weg. Also die Bäume, die müssen schon echt verdammt weit auseinander stehen. Klar, wenn ich ein bisschen dickere Bäume nehmen würde, würde es auch gehen, aber ich kann immer so dicke Bäume nehmen. Ist ja auch doof. So, jetzt sollen wir das hier spannen können, indem man hier einfach nur einmal ziehen muss. Ja, gut. Ist ganz okay, dieses Schnur in Schnur. Irgendwie so, also da läuft irgendwie die Schnur in dem Mantel von der Schnur. Das klemmt schon ganz gut, aber irgendwie bin ich zu dämlich für sowas. Beziehungsweise mir ist das viel zu kompliziert. Ich muss immer überlegen, was, wo muss ich jetzt wie das anpacken, wo muss ich wie ziehen, wo blockiert es und wann. Okay, aber mehr gespannt kriege ich es jetzt nicht. Und dann sind hier natürlich noch Heringe dabei, wie immer. Bei Amazonas Ultralight ohne Schnur. Normalerweise ist immer noch eine Schnur mit dran. Komisch. Naja, egal. Was immer ganz cool ist, ist, dass Amazonas Ultralight in den Ecken des Tarps immer so kleine Taschen vernäht hat mit Klett, wo dann die Schnur drin verstaut werden kann. Das ist immer ganz praktisch, weil dann hängt nicht irgendwo ein bisschen Schnur rum. So, und das wäre es jetzt praktisch. Also so an sich, kurze Vorstellung, hier ist praktisch das Tarp. Ja. Und dann ist hier direkt das Mückennetz dran genäht. Und dann kommt hier die Hängematte drunter. Also eigentlich schon ziemlich cool. Ist ganz gut, gefällt mir gut. Ja, wir machen trotzdem noch mal einen kurzen Rundgang. Also hier ist die Aufhängung über das Gurtband. Ich habe es jetzt hier einfach im Ankerstich befestigt. Das geht dann hier über diese Schnur weiter, wo man dann eben auch die Länge einstellen kann. Und dann kommt es halt darauf an, wie weit kann man oder wie weit schlingt man diesen Gurt hier um den Baum drumherum. Und dementsprechend muss man dann halt hier anders oder das Ding hier halt auch weitermachen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen kompliziert, das Ganze. Mich nervt es. Ich will einfach nur, dass an der Hängematte ein Seil dran ist und das macht man dann einfach um den Baum rum fertig. So würde ich das Ganze hier auch abändern. Eventuell hier, um dass man den Wasserfluss bricht, würde ich hier nochmal einen Karabiner oder sowas reinmachen. Beziehungsweise hier haben sie ja dieses Stück Schnur hier, das dann da einfach nochmal runterhängt. Das passt dann schon auch, wo das Wasser runtertropfen kann. Oder hier über das Alu-Stück. Dann haben wir hier nochmal so einen Gurt. Der, so wie es aussieht, gehört dazu, um die Hängematte zu spannen, weil hier haben wir ja praktisch eine Ridgeline, die einmal hier durchgeht komplett, durch das ganze Camp. Und genau, die Hängematte ist ja daran befestigt, mehr oder weniger. Und die muss man ja auch nochmal spannen können, also dass sie halt mehr oder weniger Durchhang hat. Okay, die Ecken, ja, die sind perfekt, die lassen sich gut abspannen, wie gewohnt von Amazonas. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Beziehungsweise bevor ich anfange, muss ich mal schauen, weil irgendwas auf der anderen Seite sieht man keine orange, hier sieht man keine orangene Schnur und auf der anderen Seite sieht man eine orangene Schnur. Das Ganze bedeutet also, dass das Ganze ein bisschen außermittig ist. Ich müsste also mit dem Tarp noch ein bisschen weiter in die andere Richtung. Genau, also ich will damit sagen, es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten.
Es ist hochflexibel gebaut, das Ganze. Und ja, da muss man sich auf jeden Fall mal damit beschäftigen. Deswegen, wenn ihr euch das Teil kauft, probiert es vorher auf jeden Fall aus, bevor ihr damit irgendwie auf Reisen geht oder sowas, weil sonst steht er da wie der Ochs vorm Berg und dann ja, wisst ihr, wie es funktioniert und es regnet vielleicht und es muss schnell gehen. Also beschäftigt euch mit eurem Material, mit eurem Equipment, wenn es neu ist, immer bevor ihr verreist, Leute. So, ich habe jetzt noch ein bisschen gespielt ohne Kamera und ich habe ein paar Dinge herausgefunden. Und zwar kann ich hier das Tarp ganz einfach auf der Ridgeline verschieben. Also ich muss praktisch gar nicht so viel machen. Wenn ich an diesem Riemen ziehe, kann ich die Hängematte ein bisschen nachspannen bzw. ein bisschen mehr Durchhang geben. So, und jetzt habe ich das alles ganz gut vermittelt. Schau mal, hier hängt die Spitze, hier hängt das Ende der Hängematte ungefähr 20 cm unterm Tarp. Hier auch, dann können wir da noch ein bisschen nachgeben. So, jetzt hängt sie ungefähr mittig. Und ziemlich knapp unterm Tarp. So, dann gehen wir direkt mal rein. Da leuchtet mich das Licht von der Kamera an, also wundert euch nicht, dass ich so einen roten Kopf habe. Oh, ein bisschen straff gespannt. Ich lasse es also noch mal ein bisschen nach. Ganz easy. So. So sieht schon besser aus. Seht ihr das? Ordentlich Platz eigentlich. Ist da. Und rein in die gute Stube. So. Ja, jetzt bin ich hier drin. Ist eigentlich ganz cool. Und man hat hier auf jeden Fall ordentlich Platz. Also was sofort auffällt, wenn ich hier drin liege, ist, dass wenn ich in einer normalen, konventionellen Hängematte mit Moskitonetz liege, dann habe ich ja hier seitlich dann halt immer das Netz, das mich praktisch begrenzt, also das mein Raum hier begrenzt. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht, denn das Netz hängt irgendwo hier unten am Rand vom Tarp und von der Hängematte. Von dem her kann ich mich hier voll ausbreiten und habe nie irgendwie das Netz irgendwo hängen. Also nicht, dass mich das jetzt in der normalen Hängematte stört. Und hier hängt es dann halt einfach da unten. Was ganz cool ist, ist, dass ich einfach das hier als Stauraum nutzen kann. Das heißt, ich kann mein ganzes Zeug da unten reinschmeißen. Natürlich nicht zu viel, weil sonst hängt es zu stark durch. Aber sowas wie eine Mütze ist ganz cool. Und für anderes Zeugs gibt es dann hier nochmal so zusätzliche Features wie dieses Gepäckteil hier. Diese Tasche hier oben an der Ridgeline, wo ich dann eben meine Stirnlampe oder irgendwie Handy, Powerbank verstauen könnte. Die Ridgeline ist eigentlich ganz cool, dass die hier drin ist. Kann man auf jeden Fall auch ein paar Socken oder irgendwie sowas aufhängen. Ja, also so von innen drin finde ich es ganz cool. Ja, auch so zum Sitzen wäre es möglich, so wie ich das halt in der normalen Hängematte auch mache. Ich müsste jetzt dann halt hier einfach das Tarp nochmal ein bisschen höher hängen. Aber dann würde das auch gehen. Das Moskitonetz, das sie hier eingenäht haben, das ist auf jeden Fall lang genug oder groß genug von der Fläche her, dass man mit dem Tarp auch weiter hochgehen könnte. Wäre also auch kein Problem. Ich glaube, ich baue das mal noch kurz um, dass ihr das seht. Ja, das passt auch noch ziemlich gut. Also man hat hier ziemlich viel Platz, dass man nach vorne rausschauen kann, dass man noch gut geschützt ist, auf jeden Fall unterm Dach ist. Passt also soweit. Cool. Finde ich jetzt schlecht. Mir gefällt das Konzept von dem Traveler Camp sehr gut. Wie gesagt, hier und da ein paar Dinge sind noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich als alten Knotenfreak. Also gerade die Aufhängung und so weiter, das müsste ich halt ein paar Mal gemacht haben, einfach damit es ein bisschen leichter von der Hand geht. Aber an sich ist es ganz cool. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn ich die Hängematte abbaue und das Tarp ist nass, weil es einfach tagelang geschüttet hat, wird dann die Hängematte und das Netz nicht auch nass? Also ihr kennt es vielleicht vom Zelt zum Beispiel. Wenn ich mit meinem Zelt draußen unterwegs bin und es regnet, das heißt, das Außenzelt ist nass und ich verpacke dann das Innenzelt im Außenzelt, also alles zusammen, rolle ich zusammen, dann wird das Innenzelt genauso nass. Und das ist in einem Zelt von mir aus noch in Ordnung, weil ich da eine Isomatte reinpacke. Aber in der Hängematte geht es nicht, weil ich schlafe auf dieser Hängematte. Das heißt, da ist nur mein Schlafsack dazwischen, mein Sommerschlafsack. Und der ist nicht besonders dick und auch der darf nass werden. Also deswegen habe ich da Bedenken, dass wenn dieses Tarp nass ist und ich wickle das, ich wickel die Hängematte in das Tarp ein, dass die genauso nass wird. Ich habe dazu bei Amazonas Ultralight nachgefragt. Die haben mir gesagt, ja, das haben sie auch schon bedacht, das ganze Problem.
Und dazu haben sie eben dann diesen Gurt hier mit eingebaut. Das heißt, ich kann hier einmal das Ding hier spannen und hole somit die Hängematte ganz nach oben an die Ridgeline praktisch von dem ganzen System. Und dann hängt die eben oben dran und dann kann ich das alles in das Tarp mit einwickeln. Leuchtet mir ein, ist prinzipiell ein cooler Move. Allerdings denke ich mir dann halt, ja, das Tarp, das wird von unten genauso feucht. Irgendwann, wenn ich das alles zusammen in einen Sack verstaue und es kommt dann in den Rucksack rein, wo es komprimiert wird und so weiter, dann drückt dieses Wasser durch. Das kenne ich von meinem Zelt. Deswegen frage ich mich, das wird hier bestimmt genauso sein. Und ich kann eben im Dschungel nicht das Risiko eingehen, dass ich dann halt alles irgendwie nass verpacke und denke, ja gut, das wird schon auf der Innenseite des Tarps trocken bleiben, die Hängematte, und dann hole ich es raus und ist alles nass. Denn im Dschungel geht das nicht. Kann ich mir nicht erlauben. Deswegen die Frage an euch Leute. Habt ihr, also an die Leute, die das Traveler Camp schon haben, habt ihr diese Erfahrung schon mal gemacht, von der ich gerade spreche? Habt ihr es ausprobiert? Könnt ihr das bestätigen? Oder ist es tatsächlich so, wie Amazonas Ultralight sagt, dass die Hängematte in diesem Tarp trocken bleibt? An alle anderen, habt ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt es bitte gern in die Kommentare mit rein. Mich interessiert es wirklich. Ja, schreibt es mit rein. Also ich werde es jetzt auf jeden Fall mal versuchen, so zu verpacken, wie es Amazonas mir beschrieben hat. Das funktioniert ganz gut, dass ich das hier hochziehe. Also das hat auch hier jetzt keinen Abstand mehr. Man sieht es ziemlich gut. Geht hier einmal durch. Also hier ist irgendwo, da ist die Hängematte. Die hängt jetzt wirklich ganz oben. Und jetzt muss ich halt irgendwie schauen, wie ich das Ding da reinkriege. Also ich fange hier einfach mal an. Mach das Ding auf. Und dann, keine Ahnung, normalerweise stopfe ich das immer in den Sack rein. Das geht jetzt ja dann eigentlich nicht. Beziehungsweise ich roll's irgendwie so auf. Ja, bin ich nicht so ganz der Fan davon. Also ich habe es jetzt hier mal seitlich aufgerollt. Das muss halt auch schnell gehen im Dschungel. Und dann schaut hier trotzdem das Mückennetz raus. Und das ist halt ein riesen Ding. Wenn ich das jetzt hier so einroll, kann man mir vorstellen, dass das trocken wird oder trocken bleibt. Überall schaut das Mückennetz raus. Ja, generell ist es zum Verpacken. Zum Verpacken gefällt es mir gar nicht. Und ich kann das Ding ja auch nicht auf den Boden legen. Nee. Es ist schon gut gemacht, ja, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob das für den professionellen Einsatz gedacht ist, ob ich da jetzt wieder ein Spezialfall bin. Also sagt mir Bescheid, wer Erfahrungen hat. Vielleicht hat sich schon mal jemand mit in den Dschungel genommen und kann da Erfahrungen teilen. Da wäre ich echt dankbar dafür. Das war mal der Live-Test mehr oder weniger. Ist mir ausprobiert. Eigentlich schon ein ganz cooles Teil, wie gesagt. Aber kommen einige Gedanken dabei hoch. Also in dem Sinne, danke an Amazonas Ultralight dafür, dass ihr mir das ganze System hier zur Verfügung gestellt habt, kostenlos. Ist auf jeden Fall cool. Und an alle anderen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch bringt es ein bisschen weiter. Helft mir weiter. Schreibt was unten rein. Und dann sehen wir uns bald wieder. Also macht's gut, Leute. Ciao, ciao.